Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Weihnachten ist das Fest der durchkreuzten Pläne. Ich weiß noch, wie ich als Kind ganz konkrete Vorstellungen hatte, was meine Eltern mir zu Weihnachten schenken könnten. Voll froher Erwartung legte ich im Kinderzimmer schon die Carrera-Rennbahn zurecht und entstaubte unsere Minitrix-Eisenbahn und legte andere Dinge zurecht, wo es vielleicht noch Teile für geben könnte. Und ich überlegte, was ich wohl bekommen würde und war dementsprechend voll froher Erwartungen. Es gab damals wohl weniger als heute, aber immer etwas, worüber mein Bruder und ich uns freuen konnten. Auch wenn es oft nicht so mit unseren Wünschen übereinstimmt und ich öfter mal auch die Carrera-Bahn und die Minitrix-Bahn wieder zurückstellen musste, ohne etwas dafür geschenkt bekommen zu haben. Einmal bekamen wir kurz vor Weihnachten eine kleine Schwester geschenkt. Mit der wussten wir damals nicht gleich was anzufangen, aber gefreut haben wir uns trotzdem bis heute. Weihnachten ist das Fest der durchkreuzten Pläne. Gerade in diesem Jahr kann man sagen, dass Corona nicht nur die Pläne von Gastwirten und Einzelhändlern, Muckibuden und Theaterchefs ganz schön durchkreuzt hat, sondern wohl jeden von uns in irgendeiner Form betrifft. Man kann nicht fahren, wohin man will, man kann nicht feiern, mit wem man will, man darf sich nicht knuddeln, wie man will, man kann sich nicht nahe sein, wenn man will. Weihnachten ist das Fest der durchkreuzten Pläne. Aber das war irgendwie schon immer so. Denken wir an Maria, die wie die Jungfrau zum Kind kam, auf wunderbare Weise. Ja, das ist eines der großen Schöpfungswunder Gottes, die unsere Vorstellungs- und Verstandeskraft bei weitem sprengt. Na und? Und nein, es ist keine Fehlübersetzung Jungfrau statt junge Frau, weil einmal die damals die Sprache besser konnten als wir und zum anderen im Gegensatz zu heute alle unverheirateten Frauen damals auch Jungfrauen waren. Maria wusste nun auch nicht, wie das gehen sollte. Sie wollte eigentlich nur ein ganz normales Leben führen. Sie wollte sicher nicht im Rampenlicht stehen und trotzdem ist sie die Frau, die Gott erwählte. Als der Engel bei ihr in der Küche stand und ihr mitteilte, dass mit ihr etwas passiert, was mit keinem Menschen vor ihr passiert ist und mit keinem Menschen nach ihr je passieren sollte, da reckte sie wohl kaum ihre kleine, zarte und zärtliche Faust in die Luft und sagte, yes. Nein, das durchkreuzte ihre Pläne, die Pläne einer jungen Frau, komplett. Was hat sie denn verbrochen, dass Gott sie so sehr segnet? Oder nehmen wir mal Josef. Er war sicher nicht so ganz gut drauf, als er von der Schwangerschaft seiner Verlobten erfuhr. Der ging bestimmt zuerst mal an die Theke in den Bethlehemer Stuben und machte eine ausführliche Weinprobe, bis Gott ihn dann im Traum aufklärte. Er wusste auch nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Er wollte auch nur ein ganz normales Leben führen und irgendwann einen Nachfolger für sein Baugeschäft haben. Und trotzdem wurde er, Josef, der Mann, dem Gott seinen Sohn anvertraute. Nicht einmal den Namen vom Kind durfte er aussuchen. Wie soll er denn heißen? Licht der Welt, Weg, Wahrheit und Leben, Friedefürst, Retter, Löwe und Lamm, Alpha und Omega, Hirte, Tröster, Fels, Eckstein, Messias, König aller Könige, Herr aller Herrscher, Herr aller Herren, ewiger Herrscher, einzig Allmächtiger aller Mächtigen, Brot des Lebens, lebendiges Wasser, Hoffnung, Immanuel, Gott mit uns, Freund, Heiland und Erlöser. Und Gott sagt, du darfst mich Jesus nennen. Das bedeutet, Gott hilft und rettet. Weihnachten ist das Fest der durchkreuzten Pläne. Oder nehmen wir die Hirten. Für sie war es wahrscheinlich ein Abend wie jeder andere. Dunkel, kühl, ein wenig langweilig. Und auf den blöden Regen waren nicht einmal die Hirten scharf. Bis der Engel des Herrn plötzlich bei ihnen war, ihnen von der besten Botschaft der Welt berichtete, dass der Heiland der Welt geboren ist, ganz in der Nähe, in Bethlehem, da konnten sie hinlaufen. Und sie gingen hin und fanden den neugeborenen König. Seine Herrschaftszeichen waren nicht Zepter und Krone, auch kein goldener Löffel im Mund oder sonst irgendwas, sondern Krippe und Windel. Die Herrschaftszeichen dieses Königs sind Krippe und Windel.
Er kommt so wie wir. Die erste Zeit in Windeln lagen, so liegt Gott in Windeln für uns, um Mensch zu sein, um uns ganz nahe zu kommen. Und der vom Himmel kam, der stank vielleicht gerade vom Himmel, als die miefigen Hirten da ankamen. Die Hirten gehen auf die Knie und dann gehen sie zurück und dann erzählen sie allen von der besten Botschaft der Welt. Weihnachten ist das Fest der durchkreuzten Pläne. Vielleicht ist der Baum in diesem Jahr ein bisschen mickriger als die letzten Jahre oder so groß, dass er gar nicht reinpasste. Vielleicht klappt das mit dem vielen Essen doch nicht wie gedacht. Vielleicht hat man doch noch irgendwas vergessen im Supermarkt. Vielleicht ist einer krank geworden oder in Quarantäne und ihr könnt nicht feiern wie geplant oder ihr musstet in diesem Jahr Abschied nehmen von geliebten Menschen, mit denen ihr gern noch Weihnachten gefeiert hättet. Vielleicht gab es Krach, dass du heilfroh bist, wenn dieser Tag heute irgendwie rumgeht. Vielleicht wolltest du wenigstens ein bisschen Tradition und Stimmung. Und plötzlich findest du dich bei dem Kind in der Krippe wieder. Vielleicht hat man dir so viel Angst und Panik eingeredet, dass du dich tief eingegraben hast im finstersten Corona-Dschungel, sodass du die Engel nicht hörst, wenn sie rufen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, fürchte dich nicht, Josef, fürchtet euch nicht, ihr miefigen Hirten, fürchtet euch nicht, ihr mutigen Gottesdienstbesucher oder die, die lieber zu Hause geblieben sind mit guten Gründen. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Weihnachten ist das Fest der durchkreuzten Pläne. Vielleicht sind wir über viele Weihnachten nicht wirklich erwachsen geworden. In vielen Fernsehserien geht es ja darum, dass Weihnachten einer nach Hause kommt und es ist so wie immer oder ganz anders, ja, und es ist Driving Home for Christmas, ja, es ist es, da kommt man irgendwie nach Hause. Und in diesem Jahr ist es eben anders und viele hängen ihren Kindheitserinnerungen nach und sind nicht wirklich darüber erwachsen geworden, weil sie denken, Weihnachten läuft so wie Silvester, same procedure as every year. Weihnachten ist aber jedes Mal anders, weil wir älter werden, weiser werden, erwachsener werden und vielleicht auch reifer mit unserem Glauben. Vielleicht sind wir bei unserer geistlichen Entwicklung nicht über Carrera-Rennbahn und die Minitrix-Eisenbahn hinausgekommen. Vielleicht halten wir die Weihnachtsgeschichte nur so für ein Kindermärchen, das mit unserem Leben nicht wirklich was zu tun hat. Wir machen das Ganze nur für die Kinder, ist ja klar. Dann sollte Gott unsere kleinen Vorstellungen von ihm heute endlich mal durchkreuzen. Denn aus dem Kind wurde ein Mann, aus dem Knirps ein König, aus dem Mensch ein Messias, aus dem Zimmermannssohn aus Nazareth die Hoffnung für die ganze Welt und aus dem der Tote ins Leben zurückholte, der, der für uns alle am Kreuz starb, damit wir ewig leben können. Unser Heil liegt nicht in irgendeinem Impfstoff, sondern unser Heil liegt allein in Jesus Christus. Und das große C, um das es dieses Jahr Weihnachten gehen soll, das ist nicht das Wort Corona, sondern das große C, um das es heute gehen soll, in diesen Tagen, überhaupt auch in unserem Leben, ist Christus. Ihn anzubeten und ihn zu feiern, das ist der eigentliche Sinn an Weihnachten. Jesus will kein Gedöns und keine Gutscheine, sondern er will im Grunde nur dich. Nicht deine Stimmung, sondern dein Herz. Nicht dein persönliches Weihnachtsschauspiel, die Weihnachtsfrisur, die Weihnachtsschminke, den Weihnachtsnagellack, den Weihnachtsduft, das Weihnachtsoutfit. Das will er alles nicht, sondern er möchte dein Leben. Vielleicht wolltest du nur ein bisschen Tradition und Stimmung, als du hierher gekommen bist. Und dann durchkreuzt Gott deine Pläne und plötzlich findest du dich direkt an der Krippe wieder. Dann bleibe doch einen Moment dabei. Geh auf die Knie, wende dich nicht gleich ab, sondern gib diesem Kind in der Krippe die Chance, in diesem Jahr dein ganzes Leben zu verändern. Amen.